Ja, das ist die Yuki, ein Welpe. Gerade mal so 7, 8, 9 Wochen alt. Wir werden es gleich mal kurz erfahren. Das ist ein tschechoslowakischer Wolfshund, ein kleines Mädchen. Ja. Und nachdem unsere alte Hündin leider verstorben ist, an dem Tag, wo sie geboren ist, haben wir jetzt wieder einen neuen Gefährten für unseren Rumo. Auch ein Wolfshund, das ist aber ein Wolfshund-Mix. Genau, ich zeige sie mal kurz. Ne, ihn. Das ist ein Herr, der ist 6 Jahre alt. Kommt aus dem Tierschutz, da ist leider sein Frauchen verstorben und hat dringend ein neues Zuhause gebraucht. Er ist auch sehr hübsch, ne? Sehr hübsch, aber leider ein bisschen ängstlich. Ein bisschen ängstlich, aber er weiß sich natürlich auch in Szene zu setzen. Ja, er kann sehr laut bellen. So, und sie ist jetzt neu dabei, das heißt in ungefähr einem halben Jahr ist wahrscheinlich auch die Stubenreinheit da, oder? Oder geht es schneller? Das geht hoffentlich schneller, noch ist sie nicht dicht. Das große Geschäft klappt schon sehr gut, die Pinkelei halt noch. Aber das ist beim Hundebaby, mein Menschenbaby hat jetzt noch Windeln. Hundebaby braucht einfach noch etliche Wochen. Aber es klappt schon zu 50%, 50% nicht. Und das ist jetzt ein Prozess gegen Freiheitsberaubung. Freiheitsberaubung, genau. Ja. So, wir werden sie aber nicht direkt runterlassen. Hier sind Autos. Ja, warum wir hier stehen? Stefan, stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin Stefan Christner. Ich bin der Geschäftsführer von Bimobil. Bimobil von Liebe GmbH. Wie man sieht hier, ganz viele Vorführ- und Ausstellungsfahrzeuge außenrum. Und schön, dass du da bist und wir mal ein bisschen was uns zusammen anschauen können. Ja, das ist der Mann, gell? Das ist mein Mann, genau. Ich bin die Sabine Rentsch und bin auch Geschäftsführerin hier von Bimobil. So, wir haben gesagt, wir nehmen dich mal ganz kurz ins Bild rein. Du wolltest eigentlich nicht für die Kamera, aber ich habe gesagt, ich habe darauf bestanden. Ja, also was macht man nicht alles für seine Firma? Ja, es ist Teamwork bei euch auch. Das heißt, du bist auch auf Messen, wir haben es, glaube ich, da gesehen. Ja, auf Messen bin ich immer dabei. Und ansonsten mache ich halt die Administration, EDV und halt auch Personalwesen. Ja, es gibt einiges zu berichten. Wir werden heute mal einen ganz großen Bericht machen über euch. Ihr seid eine unglaublich nahbare Firma. Wir sind in Bayern. Wir sind in Bayern, ja. Im schönen Oberbayern, südöstlich von München. Genau. Das ist in Oberframmern und sogar im Gewerbegebiet Eich. So ist das. Und das heißt, glaube ich, hier alles auch Eich, oder? Das ist alles nur Eich und ist durchnummeriert. Hier ist Eich 15. Hier ist Eich 15. So, du bist entlassen. Vielen Dank. Wenn du möchtest, du kannst sie auch gerne mitnehmen. Ich nehme meinen kleinen süßen Schreihals wieder mit. Hast du? Ja, ja. Dann noch viel Spaß. Ciao. Oh, ist ja goldig, oder? Absolut. Das müssen sie aber auch sein, weil sie sind auch kleine Piranhas, Krokodile und Verbrecher. Aber sie sind so süß, man verzeiht alles. Das ist so, ja. Warum wir die Hunde mit reingenommen haben, ist nicht, um irgendwie die Gefühle zu erwecken, damit ihr denn noch mehr Käufer habt. Denn die Wartezeiten auf dem Bimobil sind eh schon 2 bis 3 Jahre. So ist es, ja. So ist es, sondern wir wollen einfach mal zeigen, aus der Serie Made in Germany, man kann auch noch stolz sein, Made in Bavaria sogar. Made in Bavaria, ja. Im Speckgürtel von München werden alle unsere Reisemobile produziert. Ja, wir haben drinnen noch einen Schmankerl, das werden wir gleich mal zeigen. Eins der ältesten Bimobile, die es gibt. Es gibt Bimobile wie lange schon? Ja, wir haben jetzt 44 Jahre. Das heißt also schon sehr, sehr lange. Komm, wir zeigen es mal ganz kurz zum Preview. Einmal ganz kurz unseren Oldtimer. Auf einem Peugeot, so einer unserer Ur-Huskies, Ur-Pickups. Warte, ich zeig's mal gerade. Eich 15, da sind wir gerade. Und der Ort hier? Nochmal? Das genau. Ist Gewerbegebiet Eich 15 in Oberframmern. Oberframmern? Ja. Oberframmern. Und er steht hier, wir werden ihn im nächsten Video mal rausfahren und nochmal einzeln vorstellen. Er fährt noch? Der fährt noch. Fährt sich überraschend gut. Ja. Das ist ein Peugeot, gell? Ein Peugeot 504. Eins der robustesten Autos, sind ewig lange noch in Afrika gefahren. Ich zeig das mal gerade. Da sind ja auch die Kolonien von Frankreich. Und ja, ich wohne ja selber in Frankreich. Die Autos sieht man gar nicht mehr bei uns auf der Straße. Ist so, ja. Auch natürlich mit Gurten und durchgehender Sitzbank und allem drum und dran natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit einem modernen Auto. Aber wie ich gerade gesagt habe, wenn man mit dem Auto fährt und sich an die Revolverschaltung gewöhnt hat nach ein paar Metern, es macht echt Spaß mit dem Teil. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Hat sich gar nicht so viel geändert. Baujahr von dem ungefähr? Oh, der ist irgendwann 74, 73, 74. Müsste ich gleich nochmal schauen. Der Kante. Der ist jetzt gut erhalten, das war ein Projekt, ihr habt den nochmal quasi... Das war ein Projekt, das von einer Zeitschrift, die haben den in der Schweiz gekauft. Wir haben die Kabine nochmal überholt und die Journalisten haben sich darum gekümmert, dass das Auto nochmal grundüberholt wird, wirklich von der Pike auf. Und wir haben ihn dann, glaube ich, jetzt vor 6 oder 7 Jahren von den Journalisten zurückgekauft.
Und das ist schon ein Stück Stolz auch, dass man einfach sagt, man sieht, Bimobil, wir bauen seit 35, 40 Jahren in dem Stil, wie wir jetzt noch, immer noch bauen. Jetzt natürlich viel moderner, auch viel größer. Das sieht man dann vielleicht auch mal, wenn man zwei Pickups nebeneinander stellt. Aber auch damals schon ein typisches Bimobil. Ja, zeigen das auf jeden Fall nochmal intensiv, denn das Besondere dabei ist diese Klappe, die hier hinten drauf ist. Die habt ihr quasi erfunden? Man kann fast so sagen, haben wir erfunden, ja. Das ist sicherlich seit über 40 Jahren haben wir Heckklappen und Seitenklappen bei unseren Reisemobilen. Ich schwenke mal nach links, das ist ein neues. Das ist das aktuelle Modell, ja. Ein Husky 230, in dem Fall auf einem Ford Ranger. Und auch mit der Hecksitzgruppe, also auch da letztendlich. Das hat sich gar nicht so viel geändert. Guck mal hier. Gut, ja. Gut, der liegt ein bisschen tiefer, ist nicht ganz so geländegängig. Ist nicht so geländegängig, ist auch kein Allrad, sondern ist einfach ein 4x2. Aber ein super robustes Auto und auch damit konnte man schon in Richtung Wüste fahren. Und das ist jetzt nicht tiefe Sandstrecken, aber ein super robustes Auto gewesen, damals schon. So, und das System ist ja bei euch Kabine. Ihr habt ja keine teilintegrierten oder vollintegrierten, sowas habt ihr nicht. Ihr habt hauptsächlich Kabinen. Wir haben nur Kabinen auf Fahrgestellen drauf, Fahrgestell-Pickup bis hin zum großen LKW. Und wir bevorzugen absolut die separaten Kabinen. Da hat man eine homogene Isolierung, sind damit ganz jahrestauglich, haben gerade Wände, wo man die Möbel entsprechend einpassen kann. Hat sich absolut so bewährt. So, und hier ist was ganz Besonderes. Auch da werden wir ein extra Video machen. Wir werden sowieso ganz viele Videos machen. Ich bin 3 Tage hier. Du freust dich schon. Ich halte dich 3 Tage von der Arbeit ab. Ja, Mai, dafür hat man ja dann noch das Wochenende und die Nächte. So. Das wird schon. Hier ist ein Aufsteller von Büttner. Ihr arbeitet zusammen mit Büttner? Wir arbeiten zusammen mit Büttner, ja. Wir haben gerade im Expeditionsbereich den ICC 3000 und die Lithiumbatterien und die Solaranlagen, die nehmen wir von Büttner. Habe ich jetzt auch. Ich bin ganz glücklich. Funktioniert. Sind gut, gell? Ja, ich habe nämlich mal, darf man ja gar nicht sagen, wir haben mal so 500 Ampere mal durchgejagt. Wir haben mal den Wechselrichter mal so richtig belastet. 3 kW, hat ihm gar nichts ausgemacht. Wissen wir. Da habe ich diesen Wechselrichter, den ICC 3000, habe ich in meinem eigenen Fahrzeug auch schon jetzt seit 2017 und hat sich absolut bewährt. Ja, und selbst wenn es mal zu viel wird, dann geht er einfach aus, wartet 10 Sekunden oder 15. Ja, so ein Ringkern-Wechselrichter und Ladegerät kombiniert, also da fehlt sich gar nichts. So, das ist was ganz Besonderes. Ist nicht alltäglich, ein Sonderbau? Das ist ein Sonderbau von der Firma Letech. Das Fahrzeug geht in die Mongolei. Und da kommt jetzt eine Wohnkabine drauf. Das ist ein Mercedes G mit Portalachsen und 3 Achsen, also hinten nochmal eine Zusatzachse. Und das ist also richtig ein fantastisches Auto. Sicherlich, was im Offroad-Bereich machbar ist, High-End. Da hinten zwei, also der kam nicht so ab Werk? Nee. Nein, der kommt nicht so ab Werk. Das ist ein normaler Mercedes G-Fahrgestell, langer Radstand. So wie wir ihn früher, wo es ihn noch gab, immer verwendet haben. Und die Firma Letech macht dann halt das so absolut Besondere draus. So, und das hier ist so ein Testaufbau, das wird später dann montiert. Das ist eine Reifendruckkontrollanlage. Das ist die Reifendruckregelanlage, wo ich während der Fahrt regeln kann. Das große schwarze ist der Druckkessel als Druckspeicher für den Luftdruck. Rechts ist ein leistungsfähiger Kompressor, wo ich dann eben 6-mal diese großen 37 Zoll Reifen aufblasen kann. Und das in der Mitte ist einfach die Steuertechnik, die Steuerventile. Das ist bestimmt nicht so ganz billig. Wir reden mal nicht über Preise, aber ihr steht wahrscheinlich in einem Einfamilienhaus. Ich kenne den Preis nicht von dem Fahrgestell, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe eine ungefähr Vorstellung davon. Aber das Einfamilienhaus hier in Bayern dann doch nicht. Also in Bayern ist ja alles ein bisschen teurer. Ja. Stimmt. So ist es. Ja, hier. Aber ich zeige es trotzdem mal. Auch hier machen wir ein extra Video zu. Also wenn euch sowas gefällt, wenn euch sowas gefällt. Also ich glaube, den meisten wird sowas gefallen. Das ist halt sehr außergewöhnlich. Das ist wirklich Ural. Der geht nochmal in die Mongolei? Der geht in die Mongolei. Okay, also das heißt, dort gibt es alles, glaube ich. Also vom tiefsten Schnee bis hin zum größten Matsch. Keine Ahnung, ich war noch nie da. Aber viele Leute fahren ja weit weg mit euren Dingern. Absolut. Unsere Autos sind überall auf der Welt zugange. Und wir kriegen immer fantastische Kundenbilder, Rückmeldungen. Die sind wirklich überall unterwegs, unsere Kunden. Ja. In Südamerika, in Afrika, Asien, gerade Russland, Mongolei, Richtung China ist sehr, sehr beliebte Reiseziele. Ja, wir haben mongolische Kunden, die schon ein paar Autos von uns fahren.
da. Die guten alten Mongolen habt ihr als Kunden. Die kommen denn hier so rein, die sprechen Deutsch? Nee. Teilweise sprechen die Deutsch, weil die Mongolei hatte mit der DDR Beziehungen. Das heißt, etliche Mongolen haben in der DDR noch studiert. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass viele von denen auch gut, sehr gut Deutsch sprechen. Ja, das hier ist ein tolles Fahrzeug. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen in Deutschland. Ist es verfügbar in Deutschland offiziell? Ist ein Ford Ranger. Gibt's Ford Ranger, ganz normal. Ganz normal beim Ford-Händler. Okay. Schaut inzwischen aber richtig gut aus und ist ein sehr, sehr gutes Auto. Sehr schön. Also, wir werden heute ein bisschen was erfahren. Wir haben vorab, das mache ich normalerweise nie, wir haben trotzdem mal einen Rundgang gemacht, denn euer Gelände ist weitläufig. Ja. Ich habe geguckt, habe ich genug Akku dabei? Habe ich. Chip geht auch lange. Und wir starten einfach mal. Ist das hier so eine Art Showroom oder wie soll ich das verstehen? Das ist der Showroom. Momentan noch ist da ein bisschen Lagerraum, weil wir eben ein Zentrallager gerade umgerüstet haben. Wir sind gerade am Erweitern. Und hier waren ursprünglich, wo die Autos noch klein waren, so wie man hier auf unserem Zeitskala sieht, waren hier 5 Aussteller drin. Inzwischen kriegen wir gerade mal so 3 Autos noch rein. Und irgendwo muss man natürlich auch die Besprechungstische haben, weil wir einen entsprechenden Publikumsverkehr haben. Das war einer von euch? Das war einer von uns, ja. Immobil ist immer schon im Offroad-Bereich unterwegs. Mhm. Ganz, ganz. Hier. Volkswagen T3 habt ihr auch gemacht? Ja, haben wir viele gemacht. Windhund hießen die damals. Mhm. So, aber auch der gute alte Ducato. Natürlich. Tolles Auto, muss man sagen. Also wird stark. Also Fiat Ducato und wir waren dann auf dem Citroën bzw. auf dem Peugeot Boxer. Die Äquivalente davon, ganz, ganz tolle Autos, gab es nie Probleme mit. Mhm. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist halt, das Ducato bzw. Euro-Chassis-Äquivalent hat keinen Radstand, der zu uns passt, sodass wir eine Radstandsanpassung machen müssten. Deswegen haben wir das momentan nicht im Programm. Aber aus dem Fiat-Konzern haben wir ganz, ganz viele Iveco Daily. Die sind 4x4 und 4x2, also... Da fahre ich auch gerne mit. Ich fahre ja auch einen Daily im Moment und viele sagen, oh, Daily, Fehler in allen Teilen. So ein Quatsch, die sollen erstmal fahren damit. Ja, also es ist wirklich toll. Also der 3-Liter Vierzylindermotor vom Daily, der große, ist meiner Meinung nach einer der besten Motoren auf dem Markt, wenn nicht sogar der beste Motor. Ist robust, ist nicht ganz so laufrig wie ein Sprinter 6-Zylinder. Mhm. Aber auch das hat sich ja irgendwann erledigt. 6-Zylinder sind am Aussterben. Und nein, der Motor ist absolut robust und gerade die Iveco Daily Allrad-Fahrgestelle, das sind kleine LKWs, hochrobust und wenn man wirklich in die Welt raus will, eine ganz, ganz tolle Lösung. So, wir werden heute mal alles sehen. Wir haben uns den Montag Zeit genommen, heute am 1. März 2021. Das Problem bei euch ist ja, euer Laden ist ja absolut nichts für spontane Entscheidungen, denn bei den Lieferzeiten von 2-3 Jahren, guck mal hier, Sandbleche, das ist aber auch obligatorisch. Ja. Das heißt, 2-3 Jahre, ich muss mich relativ früh mit dem Thema auseinandersetzen, bestellen, man muss auch was anbezahlen. Richtig. Die Qual der Wahl, Inneneinrichtung, habe ich da denn noch wenigstens ein bisschen Zeit dann? Also was momentan gemacht wird, ist, dass man erstmal einen Bauplatz reserviert und dann, wenn man wieder hier ins Gebäude kommen kann, in aller Ruhe die Konfiguration machen. Und ich meine, ein Fernreisefahrzeug, bis das fertig definiert ist, das sind einfach mehrere Tage Besprechung, überlegen, konfigurieren, nochmal umschmeißen, überlegen, was ich wirklich brauche, welche Größe brauche ich. Ja. Leitspruch ist immer so klein wie möglich, so groß wie nötig. Und das zu finden ist wirklich schwierig. Ja. Je kleiner ich bin, desto mobiler bin ich, aber es wohnt sich nicht so gut. Ganz große Autos wohnen sich super, aber ich habe eventuell irgendwo im Gelände oder im Wald halt ein zu großes Auto bei. Und das ist ganz, ganz schwierig, dass die Leute sich da zurechtfinden. Sag mal, dein Weg zum Daily, wie kam das? Also du hast ja was gesucht, was, ich sag mal, gut funktioniert. Bist beim Daily fündig geworden? Sagen wir mal, den Daily Allrad gab es sehr lange leider nicht und 2008 kam er wieder. Iveco ist dann einfach mal bei uns vorbeigefahren und hat gefragt, ob das was wäre für uns. Und es hat nicht lange gedauert, um uns überzeugen zu lassen. Seit 2008 haben wir den Daily Allrad wieder im Programm, machen also wirklich nennenswerte Stückzahlen und sind nach wie vor begeistert von dem Auto. Komm, wir gehen mal raus. Dann fangen wir mal draußen an, denn ihr habt aus Platzgründen natürlich einige Fahrzeuge draußen. Die Halle, die neu gebaut wird, das ist aber kein Showroom mit dabei, oder? Nein, die neue Halle, die wir bauen, ich mache mal eben die Tür wieder zu, das frieren uns die Mädels ein. Ja. Die neue Halle wird die Servicehalle.
Wir wollen dann auch mehr Service den Kunden anbieten, auch Nachrüstungen anbieten, dass die auch nochmal sagen können, mein Auto ist mehrere Jahre alt, aber ich will nochmal aufrüsten. Das haben wir bis jetzt immer aus Zeitgründen teilweise ablehnen müssen und da wollen wir einfach deutlich mehr machen. Und Nebeneffekt ist, wenn der Service, der jetzt noch in der Produktionshalle integriert ist, draußen ist, haben wir dort mehr Platz und erhoffen uns, dass wir durch den mehr Platz auch etwas höhere Stückzahl produzieren können, um die Wartezeiten zu verkürzen oder zumindest nicht weiter nach hinten rauszuziehen. Ja, was also ganz viele toll finden bei euch, ist, dass das Auto nicht alt wird. Also das ist so eine Sache, die haben mir viele erzählt. Du kaufst ein Auto bei jemand anderem, du musst nach 3 Jahren einen neuen kaufen, weil die alles verändert haben. Ich glaube, Veränderungen braucht man bei euch nicht so stark, denn das Gesicht, du hast es ja eben gesehen, bei dem einen ist genau das Gleiche. Sachen, die gut sind, die werden bei euch nicht verändert. Bimobil ist zeitlos. Wer Bimobil mag, der kann sich eins kaufen und auch nach 10, 15 Jahren, man sieht es am Fahrgestell, dass es ein älteres Modell ist, aber an der Wohnkabine ist ein Bimobil. Ja, es ist so, ich kann mir das ja so, ich sag mal, einrichten. Wir sehen auch gleich mal etwas sportlichere Modelle. Ich habe so einen Designer mit dabei, man kann die ja mit einfachen Mitteln pimpen, aber viele wollen es ganz dezent haben. Die wollen nicht so, ich sag mal, prollig irgendwie rumfahren, sondern die wollen gerade in so Ländern, wo vielleicht das Geld ein bisschen weniger ist, jetzt nicht signalisieren, hier kommen die Reichen. Ja, ich denke, Bimobil ist Understatement. Wer Bimobil kennt, weiß, dass wir durchaus unseren Preis haben. Aber ich muss es ja nicht so zeigen. Wie gesagt, die Kunden sind in Regionen unterwegs, wo die Leute wirklich am Hungertuch nagen, nichts haben. Und unsere eigene Erfahrung ist, wo wir vor 2 Jahren in Russland waren, da war zum Beispiel ein Russe gesessen, dem ist das Hemd vom Leib runtergefallen. So arm war der. Und der war richtig lieb und freundlich und hat gegrüßt und hat sich gefreut, dass wir als Reisegruppe vorbeikommen. Und da ist dieses Menschen kennenlernen, mit den Menschen reden noch möglich. Ich glaube, irgendwann, wenn man zu protzig auftritt, funktioniert das nicht mehr. Da hat man die Akzeptanz bei den Leuten nicht mehr so. Ja, das Blaue, also es gibt einen Farbkatalog von Iveco. Ich unterhalte mich auch gerne über Iveco. Ist ein wesentliches Fahrzeug bei euch im Programm? Das heißt, Also der Iveco Allroad ist sicherlich im Fernreisebereich momentan eins der bestgeeignetsten Autos, weil man halt weltweit damit unterwegs sein kann. Ich bin robust, bin aber noch in der Transporterregion. Ja. Wir machen auch viele LKWs, aber ein LKW ist natürlich immer gleich auch ein richtig großer LKW. Und beim Daily Allrad habe ich, wenn ich unten drunter schaue, LKW-Technik, aber halt irgendwo noch bis 7 Tonnen und mit dem alten Dreier-Führerschein fahrbar. Ach so, das geht? Das geht, ja. Das geht. Das heißt also, es kann auch mit einem 2er gefahren werden, dann geht vielleicht ein bisschen mehr. Die Zuladung dann noch, wenn du so einen hast auf 7,5? Also mit dem 3er, das ist ein 7-Tonner und das Fahrzeug hat ungefähr 4 Tonnen leer. Also ich habe 3 Tonnen Zuladung. Echt? Ja. Okay. Das geht hier natürlich nicht bei dem roten hier, oder? Nein. Unimog. Nein, geht nicht. Gut, da ist das Basisfahrzeug ein bisschen teurer. Richtig, ist gut teurer. Hat natürlich auch alle Technik, was das Herz begehrt. Die Portalachsen, Reifendruckregelanlage vom Werk aus bestellbar. Wer braucht Nebenabtrieb und Hydraulik und Warttiefe bis 1,20 m? Das ist extrem. Du kannst hier mit über Bäume fahren. Also ich glaube, ja, ich habe alles gesehen mal. Der Stahlträger vorne ist so ausgelegt, dass man halt auch mal einen Baum wegdrücken kann, wenn es ist. Ja. Echt? Das geht? Aus dem Feuerwehr- bzw. Katastrophenschutzbereich ist der so ausgelegt. Ach so, ich sehe es gerade. Das ist krass. Also das heißt, wir sprechen hier von Technik, die auch, ich sag mal, bei der NATO im Einsatz, bei der Bundeswehr, beim THW, was weiß ich. Ja. Überall da, wo man halt einfach ein hochgeländiges, gängiges, robustes Auto braucht. So, haben wir übrigens ein eigenes Video gemacht. Ist das der aus dem Video? Das ist der aus dem Video, ja. Ja, vielleicht mal kurz zur Vorstellung. Der steht jetzt nicht hier, weil ihr zu wenig Kunden habt, sondern ist er schon weg? Der ist noch nicht weg, ist noch verfügbar, aber es sind 2, 3 Leute gerade dran. Also ich denke nicht, dass der noch lange steht. Wir sind auch bereit, ihn jetzt abzugeben. Vorführfahrzeuge, die stehen bei uns so 1,5 Jahre, bis sie ihren Dienst gemacht haben und werden dann an Kunden abgegeben. So, typische Fragen. Dichtheitsgarantie, da hast du gelacht das letzte Mal. Hast du gesagt, wir geben so 10 Jahre. Aber also auf die Eckverbindung haben wir 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, ja. Ohne Nachkontrolle. Ohne Nachkontrolle. Ohne Nachkontrolle. Also ich muss nicht jedes Jahr herkommen. Nein.
Und dann, ihr guckt mal nach und... Nein, naja, das machen wir nicht. Auch nicht. Was auch schwierig ist für viele, denn die Fahrzeuge sind auf der ganzen Welt unterwegs. Ja. Hier ein nettes Detail, das ist wahrscheinlich Druckluft. Ja, Druckluftanschluss. Zum Beispiel für? Um die Bremsen offen zu lassen, falls er mal abgeschleppt werden muss. Ach so, okay. Falls er mal abgeschleppt. Aber ist so, dass der meistens abschleppt, oder? Oder rausschleppt? Der wird eher derjenige sein, der zieht. So, also haben wir extra Video schon gemacht auf der Messe. Von diesem Fahrzeug wunderschöne Fotos haben, wo Journalisten mit dem unterwegs waren und die haben ihn tatsächlich in Portugal auch mal versenkt. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, das geht. Also versenkt heißt, er war nicht unter Wasser, aber er kam nicht mehr raus. Er war bis zur Achse. Bis zur Achse, so ist es. Ja, ich bin noch keinen gefahren, aber nichtsdestotrotz, der ist jetzt zugelassen. Man darf damit auch mal fahren, wenn man ein echtes Kaufinteresse hat? Das ist selbstverständlich. Jedes Fahrzeug bei uns kann und soll Probe gefahren werden. So, man sieht hier die Kabine, das ist aber jetzt Kundenwunsch. Länge von dem Fahrzeug? 7 Meter. 7 Meter. Ich habe gehört, so 6 Meter ist, glaube ich, so eine Grenze. Da gilt man noch als kleines Fahrzeug, wenn man die irgendwie... 6 Meter ist immer wegen Parkplatz. Ich passe aber mit so einem Auto, wenn ich rückwärts ranfahre und den Popo über die Böschung hänge, auch auf die meisten Parkplätze. Und 6 Meter ist ganz oft wegen der Fähre, aber auch die großen Autos fassen auf die Fähre. Also ich bin kein Freund davon, schlechte Kompromisse zu machen wegen 6 Meter. So, die Fenster sind auch speziell. Das ist Glas? Nee. Hartglasfenster von KCT. Halten wir für sehr, sehr gute Fenster. Und wie gesagt, habe ich auch seit 2013 in den eigenen Fahrzeugen drin. Ist wirklich ein hervorragendes Fenster. Gut isoliert, gut schallisoliert. Tolle Haptik, tolle Optik. Also ist wirklich gut. Ich habe das Video ja untertitelt Männertraum, glaube ich, von dem hier. Kannst du noch daran erinnern? Ja. Ist schon so ein bisschen, oder? Ja, selbstverständlich. Sag mal, also der EX4 32, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, fahren wir mal damit. Denn du hast natürlich einen Zweier. Ich habe noch keinen Zweier, aber wir wollen als nächstes Fahrzeug ein Iveco Eurocargo für uns selber nehmen. Auch wieder wie den jetzigen Daily Allrad, den wir fahren, als Testfahrzeug aufbauen, um verschiedene Szenarien durchzutesten. Und wir haben uns jetzt gerade angemeldet und meine Frau und ich machen den CE. Den CE mit Deichsel und allen Nummern dran. Wobei ich mache den CE, bei ihr reicht wahrscheinlich der C. Und jeder wie er will. Das eine ist mit Anhänger, das andere ohne. So ist es ja. E ist immer bei den aktuellen Führerscheinen, Euro-Führerscheinen der Anhängerteil. Ja, ich habe ja keine Ahnung, das ist so herrlich, wenn die Leute immer über mich schimpfen. Ihr könnt so schimpfen, wie ihr wollt. Ich habe ja die Spezialisten immer dabei. Ich kann nur doofe Fragen stellen, die, ich sag mal, Leute stellen würden, die gar keine Ahnung davon haben. Aber oft ist es ja so, ihr habt doch einige Seiteneinsteiger, rund 10% der Leute finden euch so toll, dass sie direkt mit einem Bimobil starten. Ja, das gibt's. Leute, die halt irgendwo mal Reisetraum haben, Reisevideos gesehen haben und dann kommen und sagen, das will ich machen. Und wenn man entsprechend gut berät und sich die Zeit in der Beratung nimmt, auch die Kunden sich die Zeit nehmen, dann kann das absolut funktionieren. Wir haben natürlich auch viele Kunden, die... Ich mache mal gerade Platz, da kommt noch ein größerer. Ja. Den wollen wir mal nicht, hallo. Denn ihr seid hier ziemlich verkehrsgünstig gelegen, ihr seid nicht so weit von der Autobahn weg. Ja, von der Autobahn 20 Minuten ungefähr, ja. Von der A8. Also hier sagt sich übrigens auch Hase und Fuchs, gute Nacht. Ich habe gestern, man sollte auch vorsichtig bei der Anfahrt sein, überall ist wild. Ja. Wir sind hier also schon im schönsten Oberbayern. Aber trotzdem nah an München. 20 Kilometer südöstlich von München, ja. Was sich dann an den Grundstückspreisen auch bemerkbar macht. EX366, Made in Germany, ist ja für euch eine Berufung. Du könntest ja auch, was weiß ich, ins östliche Ausland gehen und da fertigen lassen. Aber ja, die Qualität... Wir leben von der Erfahrung unserer Mitarbeiter, die wirklich viel Herzblut hier mit reinbringen, handwerkliches Geschick dabei haben, mitdenken, auch mal Ideen einbringen. Das könnte man doch so besser machen. Und das ist Bimobil. Wir leben von und mit unseren Mitarbeitern. Das ist der neue? Das ist der neue Daily, Allrad, ja. Und ein EX412, genauso wie der da vorne in Grau oder beziehungsweise direkt daneben. Das war ja das gleiche Auto. Ist das so ein Hotseller bei euch, der 412? EX412, da geht es sehr, sehr gut. Das ist eben dadurch, dass das so flach ist, nur ein Gepäckalkoven hat, trotzdem separate Dusche im Durchgangsbereich nach vorne, ist das ein richtig gutes Fernreise-Expeditionsfahrzeug. Ich sage immer, die Betonung liegt auf denen, die viel fahren. Ja, wo das Wohnen nicht so das Wesentliche ist, sondern wenn man sagt, ich bin den ganzen Tag unterwegs und brauche trotzdem ein gemütliches
Zu Hause hinten für mal eine Schlechtwetterperiode und so ist das wirklich ein absolut sinnvolles, gutes Auto. Ja, ist schön. Wir werden alles zeigen, wir werden einzelne Videos machen zu den einzelnen Hallen, dass wir das mal sehen können. All das werden wir heute abschließen oder werden es mal versuchen. Ihr baut selber, ihr konstruiert selber, fast alles ist von euch. Das Fahrgestell, das lasst ihr euch in Kooperation liefern. Auch genau. Da habt ihr volle Kontrolle. Genau, Fahrgestelle bei den großen Herstellern kriegen wir Fahrgestelle direkt vom Werk aus, also nicht über einen Händler. Und haben natürlich dann Zugriff auf die volle Konfiguration. Und die Fahrzeuge werden halt in einer mit uns definierten Grundausstattung bestellt. Gerade beim Iveco, da haben wir eine Grundausstattung definiert und dann kann der Kunde halt noch on top, wie es im Autokauf üblich ist, sich das Auto konfigurieren und definieren. Ist der höher wie normal? Der hier? Ja. Nein, das ist das Vorgängermodell von Daily Allrad, an der Schnauze nicht zu sehen. Hat jetzt spezielle Räder von Delta 4x4, ist einer unserer Partner. Und die auch aus Bayern sind, glaube ich. Ja, Rüdelshausen, beziehungsweise unter Umbach, also auch in der Nähe von A8, andere Seite von München. So, sieht man es, also wird oft auch gewerblich genutzt, muss man sagen, also von Firmen, die so ähnlich unterwegs sind wie ihr, nämlich draußen. Ja. Das ist so, also jemand, der so ein Auto hat, hast du mir gesagt, der stellt sich eher selten auf den Campingplatz. Das kommt schon mal vor, aber es ist die große Ausnahme. Richtig. Man muss nicht, man ist autark, wenn man es entsprechend gut ausstattet. Auch über mehrere Wochen autark. Letztendlich so, wie unser eigenes Fahrzeug ausgelegt ist. Solange ich Diesel habe, brauche ich sonst nichts. Und klar, Campingplatz, es gibt Regionen, wo man sagt, man kann nicht schlecht freistehen. Dann geht man auf den Campingplatz, aber ansonsten bei den großen Reisen eigentlich eher zu vermeiden. Sprinter, neu im Programm, relativ. Nein, auch Sprinter ist schon sehr lange dabei. Den EX366 haben wir jetzt, glaube ich, auch schon in der Größenordnung von 10 Jahren. Ich sage immer, das ist so, spielt bei den Kastenwagen mit, hat aber halt eben die gut isolierte Bimobil-Kabine hinten drauf. Ist mit 6,10 Meter ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug, 2,10 Meter breit. Und das ist ein extrem beliebtes Auto. Und die Airline-Schienen, das ist natürlich ein Hingucker, bei euch nicht nur Show, oder? Nein, man sieht, da sind auch die Ringe drin. Ich gehe mal davon aus, dass hier hinten irgendwelche Sonnensegel, was weiß ich, Hängematte oder sonst was mit dran ist. Ja, TÜV, jedes Fahrzeug einzeln abgenommen? Ja, wir haben Einzelabnahmen, sprich Paragraph 13 oder 21. Ist also über eine nationale Einzelabnahme. Viel Aufwand, das heißt also, wenn die Fahrzeuge ins Ausland gehen, noch mehr Aufwand? Teilweise nicht möglich. Wir sind gerade dabei, dass wir uns COC bzw. eine EU-Einzelabnahme anschauen. Das ist aber dann extrem aufwendig und kostenspielig. Und wir haben halt so viele Einzelmodelle, dass sich das klassische COC nicht lohnt, weil ich habe ich ja immer nur für einen Fahrzeugtyp, aber allein dieser Schwenk mit der Kamera zeigt ja, was wir an einer Bandbreite von Fahrzeugen haben. Komm, ich zeig mal gerade was. Also das hier ist nur ein Außenrundgang. Wir werden euch ganz viel zeigen über Wimobil. Und hier ist einer, der ist jetzt schon 9 Jahre, 9 glaube ich, 2012 war der. Von 2012, ja. Ja, sieht aus wie neu. Also wenn man den jetzt aufbereiten würde, einen praktischen Aufbereiter durchschicken würde, dann im Prinzip können wir den nochmal auf die Messe stellen, oder? Eigentlich ja. Ja, es ist so. Du hast mir erzählt, die Fahrzeuge, die Basisfahrzeuge sind für mehrere hunderttausend Kilometer, wenn nicht 1 Million ausgelegt, aber sie sind nicht ausgelegt für lange Dauer. Das heißt, ihr konserviert diese Autos nochmal extra gegenüber einem LKW, der so mal nach 10 Jahren ausgedient hat. Dann wird er quasi abgewrackt, der wird verschifft oder irgendwie ins Ausland verkauft. Genau. Ob er rostet oder nicht, spielt keine Rolle, wird eh nach 4, 5 Jahren durch die Leasing ausgetauscht. Ist hier nicht so. Richtig. Also klassischer LKW-Transporterbereich, Nutzfahrzeugbereich, die sind für hohe Kilometerleistungen ausgelegt und nicht für lange Lebenszeit. Ja, und so ein LKW Millionen Kilometer, die hat er in der Spedition innerhalb von ein paar Jahren erreicht. 1 Million Kilometer als Reisemobil ist fast nicht schaffbar. Das heißt, wir müssen nochmal extra Hohlraum- und Unterbodenkonservierung machen, Fahrgestell selber nochmal wachsen lassen. Da haben wir einen sehr, sehr guten Partner, der macht das für uns zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis. Und dann habe ich halt wirklich eine hohe Lebenserwartung. Ich komme unten dran, ich sehe das Fahrgestell, wenn irgendwo auch das Wachs mal weg sein sollte, kann man nachbessern und nachkonservieren. Und wie gesagt, im Nutzfahrzeugbereich brauche ich mir über Kilometer keine Sorgen machen.
So, komm, wir gehen mal. Da vorne ist eine Halle von euch hier. Nein. Aber einmal außenrum. Einmal außenrum. Ich bin leicht durcheinander gekommen. Ja, das Ganze ist so, wenn man wächst, fängt man an rumzustückeln. Das ist natürlich nicht so schön. Man kann trockenen Fußes nicht von A nach B gehen. Aber es gibt ja Schlimmeres. Genau. Ich wollte einmal kurz den Neubau zeigen. Okay. Dann wollte ich die Fahrzeuge hinten zeigen, die wir uns angeguckt haben. Okay. Und dann würde ich gerne einen Cut machen und mal in die Fertigung gehen. Das war so die Idee. Ja, sehr gerne. Wenn das okay ist, damit die Leute einzelne Videos haben, weil ich glaube, es wird umfänglich. Ja. Und das, was ein bisschen strukturieren von den Videos, war so meine Idee. Also, wenn du, können wir gerne so machen. Klar. Du es jetzt anders haben möchtest, sag mir. Bin ich bei dir. Ich laufe der Kamera hinterher. Denn hier stehen überall Bimobile rum. Das ist wirklich toll. Hier vorne ist die Fertigung, gell? Genau. Vorne rechts ist dann die Produktion 2, nennen wir das. Da werden die Kabinen gefertigt und die Basisfahrzeuge umgerüstet. Das zeigen wir euch übrigens auch. Gibt es ein extra Video zu. Produktion 2. Ganz spannend. Ihr habt eine eigene Backmaschine. Guck mal da, wer da ist. Ist das schlimm, dass sie rumläuft? Nein, ich denke, meine Frau ist hier um die Ecke. Ah, da vorne ist sie, genau. So, das ist also zu euch. Da steht ein ganz tolles Auto, grün. Ein schönes Grün, so ein bisschen ins Lindgrün rein, mag ich total gerne. Viele von unseren Kunden wünschen, dass die Fahrzeuge unauffällig sind. Ich sage immer, es darf nicht ins Militärische gehen. Kein Oliv, kein Flecktarn, sonst irgendwas. Ja, das ist in manchen Ländern auch nicht so sinnvoll. Nein, man kommt auch teilweise nicht über die Grenzen oder man kriegt halt auch irgendwann mal Ärger. Völlig umsonst umgekehrt, wenn man sich mal irgendwo in den Wald reinstellt, muss man ja auch nicht immer auffallen. So, und das ist jetzt eine tolle Farbe. Farbkatalog, hast du mir schon gesagt, ist so dick wie das Telefonbuch von New York. Das heißt, also im Nutzfahrzeugbereich bieten sie alle Farben an, die es gibt. Aber Silber sieht man ganz oft bei euch im Aufbau. Genau, wir haben unser Aufbaublech ist Silber oder Weiß. Wobei die allermeisten Leute sich für Silber entscheiden. Der Vorteil von dem Silber ist, wenn man mal so flach in die Kabine reinleuchtet, es spiegelt. Das heißt, ich habe die Konturen von der Umgebung, Wald oder Häuser oder sonst irgendwas. Das heißt, das Silber ist eine schöne Farbe, aber es ist absolut unauffällig, wenn ich irgendwo stehe mit Umgebung. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, das erfahre von dir. Und auch hinten eine riesen Garage, aber so die Autos im Einzelnen werden wir uns mal angucken. In Einzelvideos, denn alle die wir noch nicht gezeigt haben, müssen wir zeigen. Das ist unser LBX 434. Das ist also das Derivat auf dem Daily Allrad, auf dem aktuellen, was wir vorher immer als LBX 365 auf dem Sprinter hatten oder immer noch haben. Wir haben einfach die Produktpalette in Richtung Daily 4x4 jetzt noch erweitert, weil viele Kunden, die echte Weltreisen machen, das so wünschen. So, und hier sieht man eine gebrauchte Wohnkabine, die wird ins nächste Leben gehen. Richtig. So, die wird dann von euch wahrscheinlich nochmal ein bisschen überarbeitet. Die wird nochmal ein bisschen überarbeitet und bekommt einen neuen Pickup drunter. So, und dann ist sie quasi wieder einsatzfähig. Pickup, der drunter passt, da gibt es breite Grenzen. Das heißt, also ihr könnt einige drunter machen, einige gehen nicht, muss man sagen. Weil man halt teilweise die Kabine etwas hochheben muss über die Radläufe, die Hubstützen nach außen verlegen und halt ein paar Anpassungen machen. Vorne sieht man das, was übrig bleibt. Das geht dann wahrscheinlich direkt an den Kindergarten oder wie? Nee, es wird umgerüstet und passt dann als Wechselsystem. Das heißt, ich habe entweder die Wohnkabine oder die Originalpritsche hinten drauf. Ach, das geht? Das geht. Also wenn jemand sagt, ich fahre nur ein halbes Jahr, dann ist der Pickup dann als normales Auto? Genau. Zu verwenden. Ganz normal Pickup. Ich kann da einen Hardtop drauf machen und so und habe also von der Optik wie von der Nutzbarkeit ein ganz normales Pickup-Fahrzeug. Was auch in unseren Breiten absolut Sinn macht. Sag mal gerade so ein kleines Detail. Das da ist ein Reifen. Ein Reifen von dem Eurocargo, den wir als nächsten Aussteller machen. Das ist ein 14.00. Das ist also schon ein mächtiger Reifen, der auch wirklich genau, entsprechend. Wenn du deinen Fuß draufstellst mal zum Größenvergleich. Du hast Schuhgröße? Schuhgröße 41. 41. So, endlich mal einer, der noch eine Nummer kleiner hat wie ich. Ja. Sei es denn drum. Ja, und hier drinnen, da werden die Fahrgestelle vorbereitet. Die drauf passt und die Wohnkabinen selber gefertigt. So, Vorschlag ist, du machst mal auf. Wir halten nur mal ganz kurz rein, denn da machen wir ein eigenes Video zu, dass wir da mal sehen. Also hier wird auf Bayerisch. Du bist Bayer? Ich bin Bayer, geborener Münchner, auch wenn man es nicht immer hört. So, da wird einiges gemacht. Da gibt es viel zu sehen. Machen wir ein extra Video. Ja, gerne. Und dann gehen wir mal zu eurer neuen Baustelle vorbei am Lager. Ja. So, was macht der Kollege hier? Materiallieferung. Achso, er prüft. Zwischenrahmen und das schaut er sich schnell an und wird dann wahrscheinlich ablenken. Genau.
Ablenken heißt abschneiden. 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 So. Das ist was? Ein Vierkantrohr? Vierkantstahlrohr. Ich habe ja keine Ahnung. Was ist das für ein Stahl? Ganz normaler ST37-Äquivalent. Also. Ja, ganz normaler ST37, ich verstehe. Hab verstanden, der ist schon lang. Also wenn du hier so guckst, so, ja. Ich schätze mal so 12 Meter. Okay. Ja. Ist Stahl teuer? Nein. Okay. Nein. Nein. So in Rohmaterial, nein. Okay, das heißt... Wenn man was draus gebaut hat, dann schon. Dann gehen einige Arbeitsstunden drauf. Aber ich zeig mal gerade die Länge hier. Ich krieg's fast nicht aus Objektiv drauf, aber es geht. So, die Qualitätskontrolle, habt ihr eigenes Team? Wir haben ein eigenes Team, ja. Unser technischer Leiter mit einem Mitarbeiter zusammen, die machen jedes Fahrzeug nochmal eine Qualitätskontrolle, gehen durch, schauen sich alles an, ob alles funktioniert. Auch nochmal, ob alles vollständig gebaut wurde oder irgendwann einmal ein Punkt irgendwo durchs Raster gefallen ist, dass uns das auffällt und nicht erst den Kunden. Also da legen wir großen Wert drauf. So, du hast mir gesagt, ihr seid nicht hundertprozentig, ihr bemüht euch 99,99. 100% ist leider unrealistisch, schaffen wir nicht. Aber wir geben uns absolut Mühe, dass wir halt irgendwo so bei 90-95% sind, wo man einfach sagt, das passt. Ganz wesentlich ist, dass die großen Sachen einwandfrei funktionieren. Wenn man irgendwo eine Kleinigkeit klappern ist ein anerkannter Reklamationsgrund bei Bimobil. Das stimmt, gell? Ja. Das ist normalerweise, es gibt ja viele, die sagen, komm, stell dich nicht so an. Ist ja, du bist ja schließlich in einem Wohnmobil, das gibt's bei euch nicht. Nein. Klappern nervt und muss nicht sein. So, die Autos sind gebaut wirklich für die Ewigkeit. Es gibt ganz viele fahren noch. Ist das so die Quote wie bei Porsche? Ich kenne die Quote von Porsche nicht, aber wir gehen davon aus, dass wir irgendwo zwischen 3.500 und 3.800 Autos am Laufen haben und wirklich viele aus der Gründungszeit auch noch unterwegs sind. Ja. Da vorne sehen wir selbst die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter fahren Fahrzeuge von euch. Ja. Das hinterste gehört der Vertriebsmitarbeiterin, ein LB 355, den wir momentan leider nicht im Programm haben, weil es mit den VW T6 gerade und dem Euro 6e Zulassungsprobleme gibt in der 3,5 Tonnen, in der Light-Duty-Klasse. Wobei, sodass also im Prinzip die ganzen Transporter, die wir haben, Heavy-Duty-Zulassung haben und da gibt es noch keine Probleme mit. Ja, stimmt. Das Blöde ist ja, ihr müsst ja schon 2-3 Jahre im Voraus denken. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht irgendwelche Autos bestellen, die ihr später nicht zugelassen kriegt. So ist es, ja. Da muss man gut aufpassen, dass man nicht plötzlich Fahrgestelle versprochen hat, die man gar nicht mehr liefern kann. So, da vorne ist euer Lager. Ja, also das ein ist Teil davon. Eine Reihe von Nachbarn. Ja. Und links da dran. Genau, links da dran, das ist unser Zentrallager, was wir jetzt gerade ganz neu gemacht haben. So, vorher hatten wir so offene Lager in den Hallen drin, aber dafür haben wir inzwischen zu viele Mitarbeiter und auch zu viel Durchsatz, sodass wir jetzt einfach ein Zentrallager haben. Was ziemlich cool ist, wenn du hier reinfährst zum ersten Mal, es war schon dunkel. Ich habe gedacht, ich fahre irgendwie ins Phantasialand. So Wegschilder, die schon beginnen hier vorne. Aber es ist ein großes Industriegebiet, ihr seid nicht die Einzigen hier, oder? Nein, nein. Hier gibt es einiges an Industrie. 1. März, du merkst, wenn es früher kommt, dass ihr mehr Anfragen kriegt? Nein. Wie gesagt, bei dem Vorlauf, den wir haben und der Planungsintensität, die ein Fernreisefahrzeug hat, haben wir eigentlich das ganze Jahr über Saison. Cool. Da werden wir auch hier mal kurz reinhalten, denn das Thema Lager ist natürlich just in time, Sachen zu kriegen. Ihr wart schwer davon abhängig jetzt in der Krise, dass bestimmte Sachen nicht kamen? Ja. Oder ging's? Es ging. Also mit 2-3 Sachen gab es schon Verzögerungen, aber generell sind wir wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Unterwegs. So, wir halten mal kurz drauf. Da oben sind die Wassertanks schon mal zu sehen. Ja. Auch hier will ich unbedingt mal ein eigenes Video machen, weil ich denke, da wird jemand, der so Wohnmobile selber ausbaut, ein Herz aufgehen in dem Lager, oder? Das gehe ich davon aus, ja. Das ist ein Hochregallager mal links hier vorne. Ihr habt ein unglaublich tolles Miteinander mit den Mitarbeitern. Das heißt, also was ich gemerkt habe, ist schon so, dass ihr eigentlich alle auf einer Ebene seid. Klar, irgendeiner muss ja dann mal einen Marsch angeben oder so, ja. Aber du hörst wahrscheinlich schon auf das, was die sagen, oder? Ja, selbstverständlich. Ja. Man hat erfahrene Mitarbeiter und die Firma ist so aufgebaut, dass die Leute auch wirklich halt ihren eigenen Bereich machen können und auch sollen. So, und hier entsteht Bimobil neu. Der ist natürlich schon gelegt, der Grundstein. Grundstein ist gelegt, die Sockel von der Halle, die Fundamente werden gerade ausgegossen. Und das gibt unsere neue Servicehalle.
wo wir dann eben einen Mehrwert für unsere Bestandskunden anbieten können. Nicht nur Reparaturen, wie wir das jetzt machen, sondern einfach wirklich, dass man sagt, einen neuen Satz Solaranlage, eine Aufwertung des Fahrzeugs, eine Ergänzung des Fahrzeugs, dass wir das aktiv anbieten. Ja, es gibt ja viele Wünsche, gerade das Thema Lithium ist ja schwer am Kommen. Ja, absolut. Dann, ich sag mal, das Thema Router, WLAN, also auch wenn, klar, ich bin jetzt unterwegs, aber so fest eingebaut, ja. Empfang ist besser, Autarkie, vielleicht ein großes Thema. Absolut ein großes Thema, ja. Klar, die Erreichbarkeit, Verfügbarkeit eben über Router, WLAN und so weiter. Autarkie, Wasserfilter nachrüsten, was wir halt auch wirklich alles haben. Ne? Ja, es gibt da ganz tolle Sachen. Also ich habe gesehen, Wasserfilter, der zieht sogar das Wasser aus dem Grauwassertank und man kann es wieder trinken. Ja, das machen wir jetzt nicht, aber wir haben eine Lösung, wo man einfach sagt, ich hole mir das Wasser aus dem Fluss oder aus dem See, ja. Gebe einen Keramikfilter, habe dann nahezu Trinkwasserqualität im Frischwassertank. Ja. Ja, und wenn ich das konsequent mache, habe ich auch kaum Probleme mit Verkeimung, wenn ich einfach schaue, dass ich keine Keime in den Tank reinkriege. Ja. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Keramikfilter kombiniert mit einem Aktivkohlefilter mit einem separaten Wasserhahn. Und aus diesem Wasserhahn kriege ich also doppelt gefiltert. Immer egal, wo ich mein Wasser jetzt geholt habe, natürlich einigermaßen klares Wasser und nicht irgendwo aus der Kloake, kann ich mein Trinkwasser selber generieren. So, die Fragen aller Fragen. Wie seid ihr zum Wohnmobil gekommen? Oder war es so, dass das in der Wiege schon war? Das war die Verwandtschaft, glaube ich, oder? Also, es sind zwei Sachen. Klar, ich habe die Firma von meinem Onkel übernommen, der die Firma gegründet hat. Ja. Und ich natürlich dann auch schon von der Jugend an, seit er das gemacht hat. Er selber hat sich einen Bulli ausgebaut als Echt? Student. Da war ich schon als kleines Kind ganz fasziniert, wo wir uns bei der Oma getroffen haben. Wie gesagt, fand ich schon toll, was die da gemacht haben und die Reisen, die sie gemacht haben. Irgendwann hat er dann die ersten Pickups gebaut. Da war ich dann so 16, 17 und habe ich sofort gesagt, hey, da kann man doch tolle Touren machen und Island und so weiter. Ich selber komme eigentlich aus dem Trekking- und Fahrradbereich. Ich habe 4 Wochen Island mit dem Fahrrad gemacht, Echt? Über 1000 Kilometer. Selbst, also E-Bike natürlich. Nein, das gab es doch damals noch nicht. Das war während dem Studium. War Spaß. Das wollte ich nur Nein, necken. Nein, auch mit meiner Frau zusammen schon in der Hardanger wieder 2 Wochen Trekkingtour gemacht, wo man alles, was man braucht, auf den Buckel schleppt. Ich zeig mal gerade, also das wäre die Bushaltestelle, wenn ihr mit dem Bus kommen wollt. Ja, fährt regelmäßig so 3-4 Mal am Tag. Ja. Also sehr überschaubar. Nein, ist ein bisschen öfter, sehe ich gerade, aber... Die gute MVV. Ja, genau. Die Münchner, hier draußen auf dem Lande. Die Münchner Verkehrsbetriebe oder was? Verkehrsverbund. Okay, klasse. So, warum gehen wir hier lang? Das werden wir euch gleich mal zeigen. Das ist das Ende des ersten Teils, was wir hier haben. Deine Frage noch, wie wir dazugekommen sind. Ach so, sorry. Ich war einfach vom immer Outdoor begeistert. Trekking und Touren und so weiter. Und irgendwann sagt man natürlich einen Schritt bequemer. Dann kam die Tochter und hat gesagt, Mensch, Trekkingtour mit dem Säugling geht nicht. Und dann haben wir uns ein Pickup gekauft. Da habe ich aber noch bei Fairchild Dornier gearbeitet als Flugversuchsingenieur. Natürlich ein Pickup bei der Verwandtschaft und nicht irgendwo. Das heißt, seit 2000 sind wir mit meinem eigenen Reisemobil unterwegs und seit 2003 bin ich bei Bimobil, wo leider Fairchild Dornier pleite gegangen ist. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist naheliegend, das macht mir Spaß, das ist tolle Technik und mein Ingenieurswissen kann ich einbringen. Ja, dann bin ich eben erst in der Technik gelandet und dann zum Vertrieb übergewechselt. Und 2017 habe ich mit meiner Frau zusammen dann die Firma übernommen. Toll. 2017. Gar nicht so lange her, oder? Das ist noch nicht so lange her, nein. So, da auch die Entscheidung, das heißt also auch in das Erbe einzutreten von demjenigen, der gesagt hat, ich habe meine Standards, die wollt ihr vorführen. Denn ich sag mal, die Modellpflege bei euch ist wichtig. Es gibt immer wieder was Neues, aber es soll auch nicht die Leute jetzt, ich sag mal, komplett jetzt vom Hocker reißen, sondern es soll smooth. Langsam. Also Leitspruch meines Onkels war immer, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe, den hat er mir vor kurzem erst wieder gesagt, ich wollte immer nur sehr gute Reisemobile bauen. Aber? Ich glaube, der Anspruch, gute Reisemobile zu bauen, nicht anfangen verspielt zu werden, nicht dem letzten Trend hinterherrennen, sondern einfach zu sagen, das, was ich ausliefere, muss funktionieren. Ich glaube, das als Leitspruch ist das, was auch Bimobil ausmacht. Was ist denn das für ein Auto hier? Ich kann überhaupt nichts lesen. Das ist ein russischer LKW, ein Kamaz. Wer Paris-Dakar guckt, weiß, dass die da bei der Rallye gut zusammen sind. Ich gehe mal gerade nach vorne. Ich sag's ja, die Russen. Einfach ein hochrobuster, aus unserer Sicht natürlich sehr klassischer LKW.
Das ist noch Technik, die bei uns schon lange ausgestorben ist. Er säuft? Ich denke ganz gut, ja. Wir haben hier noch nicht lange Strecke gefahren. Aber auch vom Saufen her, ich weiß nicht, 20, 25 Liter wir da haben. Das geht ja noch. Aber der hat halt hohe Zuladung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der hat, aber ich glaube, das ist ein 30-Tonner. Also das bisschen Bimobil-Wohnkabine hinten drauf merkt das Auto nicht wirklich. So, MGL, das steht für Mönchengladbach, nehme ich an. Ja, oder in dem Fall für die Mongolei. Die Mongolei, ja, so ist es. Mongolische Kunden. Und die haben schon ein paar Fahrzeuge gekauft bei uns. Das ist die vierte Kabine auf einem Kamaz. Und die haben uns erzählt, da bin ich extrem stolz drauf, dass die Kabinen schon, also die erste Kabine, die wir ausgeliefert haben an diese Firma, den dritten Kamaz unter sich hat. Das heißt, die Mongolen fahren also diese hochrobusten LKWs kaputt und die Bimobil-Kabine hält. Und sie waren bei minus 50 Grad Celsius mit so einer Bimobil-Kabine draußen. So, da gibt es natürlich so nette Details wie einen tonnenschweren Kran, den brauchst du allein schon um das Reserverad. Ja, und der Anspruch ist, wenn sie normale Touren fahren, haben sie ein Ersatzrad dabei. Wenn sie extrem fahren und die Mongolen extrem meinen, dann ist es extrem, dann passen zwei Ersatzräder nebeneinander. Die Räder sind nur so groß, dass wenn beide nebeneinander stehen, die Räder breiter sind als die Wohnkabine. Ach so. Ich nehme an, so Zulassung ist da nicht so das große Thema in der Mongolei. Das Problem Einzelabnahme und so. Nein, man kennt sich. Wer eine Firma in der Mongolei hat, hat auch die Finger in der Politik und umgekehrt. Das heißt, die kaufen das und fahren das. Naja, was auch immer. So, da ist eine Truma D drin. Interessant, dass du das schön mixt. Also hier keine, ich sag mal, Standheizung aus Russland noch drin, die ich auch selber in einem Reisemobil habe. Nee, eine schöne Truma D. Die funktioniert. Die funktioniert, ja. Truma Diesel ist eine absolut bewährte Heizung. Habt ihr es gehört, liebe Truma-Leute? Ja. Sagt der Stefan von Bimobil. Truma D ist eine absolut bewährte Heizung, aber ihr verlasst euch selten auf eine Heizung, oder? Richtig. Wir kombinieren gerne Heizsysteme. Ich empfehle auch immer eine Kombination der Energiequellen. Sprich, ich habe eine Gasheizung, eine Dieselheizung kombiniert. Und wir arbeiten halt dann mit den Truma Diesel- und Gasheizungen, beziehungsweise wir arbeiten mit Webasto zusammen. Und Webasto hat ja über Vail inzwischen auch eine Gasschiene, sodass wir da also da sehr, sehr flexibel sind. Und je nach dem Hauptreiseregion, wo der Kunde hin will, muss man halt schauen, was er sich dann für ein Heizsystem nimmt. Boah, das Silber ist schon echt edel. Also in Verbindung hier mit dem Riffelblech. Ist es Alu oder Stahl hier? Das ist ein Alu-Riffelblech. Alu-Riffelblech. So, der Winkel, ich nehme an, dass hier, das kann man hochdrehen irgendwie hinten. Das kann man hochklappen, ja. Unter Fahrschutz auch eine Mongolei-Pflicht insgesamt, aber wird dann hochgeklappt und ich gehe mal davon aus, wenn dir die Mongolei einreißt, da klappen sie nicht mal runter. Hoch und bleibt oben. So ist das. Da ist die Welt noch in Ordnung, würde jetzt ein Deutscher sagen. Aber es hat ja alles ein Für und Wider. Warum auch immer, das Ende des Diesels. Wir sind gerade Euro 7, das ist ja auch ein Thema für dich. Ja, absolut. Absolut, das heißt also die Dinger so, ich sag mal, mit einer Lithium-Ionen-Batterie zu fahren, geht nicht. Das wäre auch das Ende des Schwerlastverkehrs. Gehe ich davon aus. Also Diesel wird im Nutzfahrzeugbereich noch relativ lange, gerade im internationalen Nutzfahrzeugbereich, lange die Energiequelle der Wahl bleiben. Wobei wir natürlich als Bimobil sehr, sehr hellhörig sind auf Alternativen. Ach, der hat AdBlue hier. Ja, auch ein Kamaz hat AdBlue. Die Russen. Der hat AdBlue. Denn ich sag mal, auch die kommen nicht dran vorbei. Es macht ja auch Sinn, also wenn das funktioniert. Und ich sag mal, das AdBlue kostet ja nicht die Welt. Nein, AdBlue nimmt die ganzen, reduziert die Stickoxide und die modernen Motoren machen auch den Feinstaub reduziert und über die Partikelfilter. Also den moderner Diesel ist absolut sinnvoll zu fahren. Jetzt kommt gleich wieder die große Frage, was mache ich mit AdBlue im fernen Ausland? Das sage ich hier nicht öffentlich, aber es gibt natürlich Lösungen zu dem Thema. Also da, wo es auch nicht, ich sag mal, reglementiert ist, kann man solche Sachen auch außer Kraft setzen. Ihr wisst, wie es geht und mehr wird dazu nicht gesagt. So ist es. Sehr schön. Da vorne steht MAN, TGM 13290, auch ich kann lesen. Ja. Das ist 13 Tonnen, 290 PS. 290 PS, das langt? Ja. Ja. Weil er hat ja über 1000 Newtonmeter Drehmoment. 1000? Ja. Die braucht er auch, oder? Damit dreht er, ein LKW-Motor dreht sehr langsam, hat sehr, sehr viel Kraft dabei.
ist eine andere Philosophie wie in dem Pkw-Bereich, wo ich mit Leistung fahre. LKW fahre ich mit Drehmoment. Also ich bin in meinem Daily 80 km/h, mit der Highmatic bin ich bei 1800 Umdrehungen, da ist der hier wahrscheinlich bei 400 oder so. Nein, schon über 1000, aber... Wobei der Daily ist ja auch im Prinzip ein kleiner LKW-Motor, aber er folgt schon der LKW-Philosophie. Was ist das für einer jetzt, die Kabine? Das ist der Kabine. E510 Kabine auf dem großen Fahrerhaus, also auf dem Fernfahrerfahrerhaus, wo ich hinter Fahrer und Beifahrer sitze, noch so ein... eine Liege habe, wo boah, man mal schön einen Guide mitnehmen kann oder sich mal schnell so im Fahrerhaus lang machen kann oder halt auch einfach Kamera und was auch immer griffbereit sein muss im Fahrerhaus mit dabei habe. Ja, das ist der mit der Schrift. Da haben, ich glaube, du und deine Frau in Verbindung mit dem Folierer. Genau. Die haben eine Hand angelegt und ist gut geworden, gell? Haben wir uns ein bisschen was überlegt und ich glaube, das ist sehr, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Man sollte zwar mit dem Logo nicht spielen, aber es ist dezent genug. Und ja, es ist ja noch voll erkennbar, das Logo. Auch ihr müsst natürlich auch mal Anpassungen machen am Logo. Aber es ist toll zu sehen, wenn du mal hier in die Kamera guckst, guck mal rein, wie schön das zu sehen ist. Ja, ist es? Absolut. Es reflektiert sich im Licht. Ja. Sag mal, wenn du hier die Fahrzeuge übergibst und die Leute kriegen die Fahrzeuge neu, gibt es da Leute, die total unaufgeregt sind? Für die ist das ein Arbeitsgerät oder sind die alle emotional ziemlich dabei? Also die meisten sind sehr, sehr gelassen bei der Übergabe. Wobei man freut sich sehr lange drauf, man hat sich sehr lange damit beschäftigt. Wir haben viele Gespräche geführt, die wissen ja im Prinzip, was sie bekommen. Manchmal haben sie auch vorher schon mal in der Produktion gespickt. Und man lässt sich halt auch nicht so anmerken. Also es war noch niemand, der hier mal vielleicht ein Tränchen vergossen hat? Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Echt nicht? Echt nicht. Aber man merkt schon gut, dass die Ohren im Kopf sind, sonst würde man einmal außen rum grinsen. Das hat man schon. Thule. Ach so, der ist da nur drauf montiert. Ich dachte, das wären Thule-Träger, die würden sowas bauen. Nein, das ist ein Ersatzradträger, der am Zwischenrahmen angeflanscht ist. Und da haben wir einfach nur eine Verlängerung drauf gemacht für den Kunden, der das Fahrzeug jetzt dann übernimmt demnächst. Und da kann er einfach nochmal zwei Fahrräder hinten dazustellen. Ist doch geil, oder? Einfach hinten drauf. Ja. Das ist toll. Was ist normalerweise hier drin? Das ist auch Kundenwunsch. Das ist eine Waschmaschine. Man glaubt es nicht. So ein teures Auto und so eine einfache Sache. Da kommt Wasser und Waschpulver rein und dann Rüttelpiste. Ach, das kenne ich noch früher. Ja, genau. Wo waren das? In dem Wohnwagen in der Mitte eingebaut? Nee, noch vorher. Noch vorher. Noch vorher. Okay. Also ich habe oft die Wohnwagen, ich war im Hümer-Museum, habe da gedreht, da war ein Wohnwagen, der hatte in der Mitte unten ein Fach drin. Da habe ich gefragt, was ist das für ein Fach? Mhm. Da haben sie genau dasselbe gemacht. Ja. Also während der Fahrt wird gewaschen. Genau. Das ist eine Waschmaschine. Ja. Ist das genial. Genauso wie es auch den Schweizer Sack noch gibt. Ja. Ich meine, ich habe hier Heizsysteme und sonst irgendwas. Ein Schweizer Sack? Kennst du nicht? Nee. Das ist von der Schweizer Militär. Das ist ein schwarzer Gummisack. Ja. Den machst du voll Wasser, legst ihn aufs Autodach und die Sonne heizt ihn auf. Das habe ich mal gesehen. Und dann kannst du duschen. Das ist bei unseren Kunden durchaus noch zu finden im Stauraum. Nettes Detail ist, die Kamera, die hast du natürlich an einem Punkt gemacht, wo man auch was sieht. Ja, ich muss natürlich am Ersatzrad vorbeigucken können. Ach komm. Ich habe auf der Messe, weißt du, du warst der schlimmste Stand von allen, ja. Ich habe gedacht, ich drehe mal so 2 Stunden. Am Schluss waren wir, glaube ich, 2 Tage da. Ja. Und ich habe, die Videos kommen unglaublich toll an. Weil das hier doch was ganz anderes ist, aber sie werden geguckt auch von ganz normalen Campern. Sie sind ganz fasziniert, auch wenn man vielleicht nicht so ein Fahrzeug kauft, weil man es nicht braucht. Die Leute gucken es trotzdem. Also es ist wirklich toll, oder? Auch eins unserer Leitsprüche ist, ein Fernreise-Expeditionsmobil verträgt den Missbrauch als Wohnmobil. Ein Wohnmobil aber niemals den Missbrauch als Expeditionsmobil. Heißt, wenn ich das Geld habe und kaufe mir so ein Auto wie zum Beispiel diesen Daily Allrad oder so ein LKW, dann kann ich damit ja ganz normale Wohnmobiltouren machen. Ich kann doch an die Mosel fahren für die Weinprobe. Ja, ich bin mit meinem Daily Allrad, der definitiv hochgerüstet ist und alles drinnen hat, was wir momentan anbieten und testen. Damit fahre ich auf normale Bogenturniere zum Übernachten und stehe halt irgendwo auf dem Parkplatz mit den normalen Wohnmobilen, Wohnwägen von den anderen Schützen. Ja, wir machen auch mal schnell 3 Tage Auszeit im Bayerischen Wald, wenn man sagt, wir brauchen. Es reicht gerade, ja, von der Firma aus. Sag mal, jetzt ist ja unten, es gibt einige Länder, wo das Stehen unter schwere Strafe gestellt wurde, ja. Zum Beispiel Portugal. Wie gehen die Leute damit um?
Gut, man muss natürlich schauen, wo man sich hinstellt und zur Not wirklich auf den Campingplatz oder Stellplatz gehen. Wobei, wenn ich sage, ich bin unterwegs und tagsüber stehe ich irgendwo, genieße die Sonne, mache mir was Schönes zum Essen mittags und fahre nachts dann auf den Stellplatz, der legal ist und ich keinen Ärger kriege, dann ist es halt so. Wobei ich auch von Portugal weiß, da gibt es auch da noch Stellen, wenn man da reinfährt, da ist niemand. Ist man Offroad, da ist niemand. Und ich verstehe absolut, dass das limitiert wird, weil gerade an den Küstenregionen, das sind so viele Reisemobilisten unterwegs, dass das irgendwo reglementiert werden muss. Bin ich absolut dafür, verstehe ich. Mit so einem Allradfahrzeug habe ich natürlich eine Chance, mich in eine Region reinzustellen, wo eben die anderen nicht sind, wo es nicht so viele sind. Das ist eine Farbe, wenn man so ganz dezent irgendwo stehen will und nicht erkannt werden will, dann nimmt man Signalgelb. Eher nicht. Auch da, ich kann ja durchaus dazu stehen, dass ich unterwegs bin und dass ich übernachte. Ja? Dieses Unauffälligsein ist ja nur, wenn man irgendwo in Regionen unterwegs ist, wo man halt auch mal so, ich sag mal vorsichtig, halblegale Nächte irgendwo draußen verbringt. Dann ist die Unauffälligkeit in Ordnung. Ansonsten, wenn man aber gerne tolle Farben hat, warum nicht? So, jetzt habe ich gerade den Ort nochmal vergessen, wo wir sind. Das ist das Gewerbegebiet Eich in der Nähe von Oberpframmern, gehört zu Oberpframmern. So, jetzt klär mich mal auf. Jetzt im Moment ist ja zu bei euch. Das heißt also Showrooms, so entsprechende Besichtigungen. Da gibt es irgendwelche Konzepte, aber die will ich gar nicht wissen. Aber es gibt ja vielleicht auch wieder ein ganz normales Leben. Bayern ist ja sehr streng, also hier ja. FFP2 und so. Richtig. Wenn es wieder normal auf ist, wie gehe ich vor, wenn ich Interesse habe? Klar, ich kann es auf eine Messe gehen, aber also kann ich auch hier vorbeikommen? Wir bieten jetzt ja schon eine Videoberatung, Telekonferenz an über Teams oder Skype oder was auch immer. Das heißt, die Grundberatung, die kann man jederzeit machen, per Telefon oder per Video. Und in dem Moment, wo das Leben wieder normal ist, Termin ausmachen. So ist das. Komm, wir zeigen noch mal kurz an der Baustelle. Nochmal, wann ist fertig? Wir hoffen auf Juli, August, dass wir dann bestücken können und ab Herbst, dass wir mit dem Service einziehen können. So, da ist er, der Kammers. Noch nie gehört sowas. Und MGL ist natürlich nicht Mönchengladbach, sondern die Mongolei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Eine Auftaktdokumentation zu den Einzelvideos, die wir heute drehen. Alle werden erstellt am 1., 2. und 3. März 2021 zu einem Zeitraum, als Diesel noch als Kraftstoff erlaubt war. Wenn die Leute uns vielleicht in 30 Jahren gucken oder 20 oder vielleicht sogar schon in 10, egal was kommt. Aber du beobachtest das natürlich teilweise auch mit Sorge, gell? Mit Sorge und auch mit Neugier. Wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, im Nutzfahrzeugbereich wird es noch relativ lange Diesel geben. Auch wenn ich Weltreise mache, wird es noch keine Alternativen geben. Nichtsdestotrotz arbeitet Iveco zum Beispiel mit Nikola an einem Elektro-Pickup. In dem Moment, wo die Nutzfahrzeugindustrie Alternativen anbietet, werden wir eine Kabine draufstellen. So wie wir vor ein paar Jahren auch schon mal auf ein Erdgas-Iveco eine Kabine gestellt haben. Im Prinzip, wie gesagt, wenn ich ein Fahrgestell habe mit aktuellen Antriebsvariante, funktioniert das als Reisemobil. Spielt ja eh keine Rolle. Bei euch ist ja die Kabine austauschbar, dann mache ich was anderes drunter. Sehr schön. Also, wenn ihr Lust habt, schaltet ein. Der Stefan ganz lieber. Ich habe ihn einmal angerufen, dann bin ich zurückgerufen. Hat gesagt, komm doch vorbei, ich freue mich und hier sind wir. Tschüss Stefan und das Wetter hat mitgespielt, gell? Wetter ist super. Richtig schöner blauer Himmel. Dankeschön, tschüss. Ciao.